Trotz Regenwetter standen an Weiberfastnacht wieder die Wesslinger Jecken auf dem Alfons-Müller-Platz parat, um die Karnevalsgruppen mit Alarvrufen in Empfang zu nehmen. Seine Tonalität, Prinz Manny der Erste, auch genannt der singende Prinz, ließ sich von den Regentropfen nicht beirren. Ja, lef Wesslinger Bürger, lef Wesslinger Narren, mir drei sind hier angetrodde, um dem Bürgermeister jetzt der Schlüssel zu entriessen. Schönen Dank für den tollen Empfang, trotz dem bescheidenen Wetter. Nur, ihr müsst denken, ich komme aus der Landwirtschaft und wir brauchen der Rehen. Außerdem ist der Onkel Jusch auf eine Freudeträne am Verdrücken. Ja, Hans-Peter, was machen wir? Hättest du dich in den Fall lassen? Ich lese da so ein Schild, mir schwant Böses. Ja, lieber Manny, ich denke mal, du kennst das Motto ja, Wessing sucht den Superprinzen, du singst ja gerne. Ob du gut singst, werden wir, die Jury und die Wesslinger Bürger gleich entscheiden. Und wir lassen es mal drauf ankommen. Weiße Rosen aus Athen, genau, dort man sie ein bisschen helfen. Als erstes musste der Karnevalsprinz bei dem Musikhit Weiße Rosen aus Athen sein Talent unter Beweis stellen. Doch die Jury, bestehend aus Bürgermeister Hans-Peter Haupt, Michaela Engels und dem eigenen Gesangslehrer Helmut Ritter, ging bei der Bewertung streng mit dem Narrenfürsten ins Gericht. Ihr seid der Meinung, das war? Hans-Peter, du darfst das nächste Lied vorschlagen. Ich bin besser, was von dir gewöhnt. Danke, danke. Das Ding hier heißt nicht Deutschland sucht Naturkatastrophen. Ja, Manny, so geht das aber nicht hier. Also, wenn du auf der Straße stehst und singst, dann sucht mein Navi automatisch eine Umleitung. Da musst du jetzt mal was machen. Liebe Wesslinger, wir suchen in Cantamus einen neuen Kantor. Wer Zeit hat, kann sich bei mir melden. Gibst du mir noch eine Chance? Du kriegst noch eine Chance, klar. Mit seinem selbst komponierten Karnevalslied zog Manny der Erste sowohl das närrische Publikum als auch die strengen Juroren auf seine Seite. Daumen hoch, da waren sich alle einig. Der Stadtschlüssel war dem Karnevalsprinzen nun gewiss. Und jetzt ist es wahr, Minge drum schon all die lange Jahr, Prinz im Karneval zu sind, in Wesseling am Ring. Du hast gut gesungen, das gefällt uns. Und was seht das Publikum? Also Hans-Peter, rück den Schlüssel los, du hast verloren. Männer, stellt die Leder an, wir stürmen das Rathaus. Auf unser Prinz Manny, auf die Balkon. Naja, wie soll ich sagen, Gäste. Also ein Wrestling. Hallo. Manny der Erste. Hallo. Stadtschlüssel. Hallo. So. Hier bin ich. Hier bin ich. Die Schallen! Ab jetzt mit dem Orbus nur noch die vier Spaß gemacht. Ich möchte Ihnen mit den Straßenkarren von Wesslingen öffnen. Jörg Ruß und verbreitet Spaß. Dankeschön.